Moin und herzlich willkommen, weil es wieder heißt, der Flatlandradler unterwegs, und der hat richtig gut geschlafen die letzte Nacht. Einmal nur wach geworden, ja, ich hatte Ohrenstöpsel drin, wegen der lauten Autobahn. Ja, heute sonntags morgens ist hier nicht mehr viel los. Die war auch sehr ruhig noch, also Rauschen ist ja immer. Aber trotzdem war schön hier. Das ist so ein bisschen das Manko hier. Der See liegt echt toll, sieht toll aus. Ja, war auch schon was los. Die Gänse und so, die hier aufgeflogen sind, die haben schon Krach gemacht. Ja, aber echt klasse. Und das Wetter, wie ihr seht, nicht neblig, nicht eiskalt. Ja, hat sich gestern losgefahren, vorgestern hieß es noch 9 Grad die Nacht. Jetzt die Nacht, gestern Abend hieß es dann ja 11 Grad vielleicht. Also schon wärmer geworden. Und jetzt ist es doch 14 Grad. Also es war eine richtig warme Nacht. Das Gras ist klitschenass, aber das zählt überhaupt nicht. Gar nicht. Also so ein bisschen unter den Bäumen, das hilft schon, und schon bleibt das ziemlich trocken. Kondenswasser ist auch gar nichts. Also kann ich sofort einpacken. Es ist 7 Uhr, die Sonne ist soeben aufgegangen. Ja, es braucht aber noch ein bisschen, um ja, über den Dunst zu kommen. Ja, und dann kann ich hier schön in der Sonne fahren wahrscheinlich. Also es ist richtig klasse. Nicht zu kalt geworden, das ist echt. Ich wollte eigentlich das Zelt deswegen noch mal mitnehmen, um es mal ein bisschen bei kälteren Temperaturen zu testen mit Schwitzwasser und so, aber es hat sich ja nun erledigt. Aber egal, da nehme ich trotzdem das lieber so. Und vor allen Dingen das Wetter, ja, soll heute auch wieder 20 Grad werden. Sonnenschein, aber heute Abend, aber da will ich schon längst zu Hause sein, soll es anfangen zu regnen, dann schlägt das wieder um, wer weiß, was nächstes Wochenende ist. Aber im Moment ist die Langfristprognose nicht mehr so doll. Also ich glaube nicht mehr, dass es noch ein Wahnsinnswochenende mehr im September gibt. Aber ich kann nur sagen, es ist der Wahnsinn, so unterwegs zu sein, im Freien hier aufzuwachen, in der freien Natur. Ach, das ist so klasse in Dänemark. Es ist ein tolles Privileg, so dicht an Dänemark zu wohnen. Ja, das ist einfach immer wieder grandios, dieses Land. Ja, Skandinavien allgemein. Kann ich nur sagen. Das kann ich nur empfehlen, mal sowas zu machen. Ja, wie gesagt, Shelter muss es nicht immer sein. Das ist echt klasse, so schon im Zelt. Also im Zelt kommt man hier gut zurecht. Weil Shelter sind im Sommer wirklich sehr gut besucht und schwer zu kriegen. Ja, Frühjahr und ab Herbst so, dann wird es leichter, aber dann wird es auch kälter. Ja, aber ich muss sagen, ein schöner Tag. Und heute geht es nochmal den Hanway entlang Richtung Viborg wieder zurück. Bisschen mehr, ja, 95 Kilometer oder sowas sind das. Durch hoffentlich tolle Landschaften. Der führt auch so ein paar durch Hügellandschaften nochmal durch. Also es wird auch nicht ganz leicht. Aber bei so einem Wetter kann es doch nur gute Bilder geben. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Ja, auf den Hanway jetzt weiter. Und das ist auch der Eurovelo 3. Also bis gleich. Cause I sure don't know what piece in hand is a start, but it's a mighty puzzle to lay. No need to say, how will I call? Nach 7 Kilometern bin ich drauf. Mal sehen, was jetzt kommt. Also die Kälte ist auf jeden Fall mehr hier. Unten im Tal, am Fluss. Oh, das war rein in den Nebel und dann war es richtig eisig kalt. Ja, aber jetzt hat die Sonne das schon nach ein paar Minuten wieder weggeburzelt. Also es kann ein sehr schöner Tag werden. Nicht wundern, wenn ich plötzlich in kurz rumfahre. Das werde ich irgendwann mal zwischendurch ausziehen. Also
geht's jetzt weiter. Kilometer 15, ich bin schon ein Stück weiter gekommen. Aber Leute, es ist anstrengend, das geht immer hoch und runter auf Gravel, der so ein bisschen ausgewaschen ist durch Regen, wahrscheinlich Gewitterregen oder so. Es ist bergauf ganz schön schwierig. Wow, aber hier ist echt ein toller Wald. Der Holzko-Wald, ja, so heißt es ja hier. Richtig schöne alte Bäume hier drin. Ja, können alleine sterben hier. Alles in Ruhe gelassen teilweise, also es ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen urwaldmäßig mehr, aber bewirtschaftet ist ja auch so, ein paar Baumstümpfe abgesichtet sieht man auch, also es ist wahrscheinlich so nur ein paar Bereiche, aber es ist richtig toll, ein toller Wald und das Besondere hier ist, man darf hier frei zelten. Man kann sich hier irgendwo mitten reinlegen und einfach nur zelten und den Wald genießen. Das ist Dänemark, ja. Das ist eine tolle Sache, aber ich fahre jetzt weiter. Ich will hier nicht zelten. Es geht weiter durch diesen schönen Wald. Oh, mal sehen, was denn kommt. Das dauert noch ein bisschen. Das ist ziemlich groß hier, die Ecke. Ja, See, glaube ich, ein See kommt auch noch ein größerer. Also da kommt noch einiges an Landschaft auf mich zu und auf euch. Also weiter geht's. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, hier noch so eine Furt zu überqueren. Ja, hier ist so eine starke Quelle, also riecht echt stark. Das ist Glas, das Wasser, Trinkwasser sogar. Also das ist ja toll. Schöner Naturweg, ja nicht ganz einfach, würde ich sagen. Teilweise echt Single Trail, ja, mit Tourenrad vielleicht nicht so zu empfehlen. Aber es gibt eine Alternativroute auf der Straße, wenn man das hier alles umgehen will, aber ich würde sagen, lieber was schieben, aber das hier mitnehmen, das ist echt klasse. Wow, hier kommen die nächsten. Ja, mit Mountainbike natürlich geht es auch, aber es ist echt stark, tolle Gegend, also ich bin begeistert, was Dänemark wieder zu bieten hat. Hier das tolle Tal, drüben ja, Kirche, Ortschaft. Und alles ganz ruhig, wenn man die Autobahn nicht in der Nähe hat. Echt klasse. Ich bin jetzt gerade mal, was ist es, 1,5 Kilometer weiter von der letzten Ansage ungefähr. Also es ist echt ein schönes Fleckchen Natur hier. Also wie gesagt, normalen Tourenbike mit Gepäck schwierig oder mehr Zeit einplanen und schieben. Aber landschaftlich einsame Spitze. Naja, dann geht es jetzt hier erstmal weiter auf den Ochsenweg oder Herrenweg.
Also ich bin geheißbar, ich bin mal sehen, was da noch kommt. Aber ich glaube, das ist kaum hier zu toppen. Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Ich weiß nicht, wo ich hier reingeraten bin, aber es ist richtig klasse. Ihr seht es wieder, ja, Grashügel mit Heide, total steil, also unglaublich. Wow, ja, aber es ist auch anstrengend. Hier geht es jetzt hoch, zwar auf Straße, aber trotzdem geht es nicht so schnell. Oh, yeah. Aber einsame Spitze, unglaublich. Ich kenne den Herrwein ja schon vom Flensburg bis Viborg. Aber das hier, das ist echt klasse. Ja, und der Wanderweg, Herwegen, führt gar nicht hier längs, sondern auf der Bahntrasse, wie ich die gestern gefahren bin. Kann ich gar nicht verstehen. Also, wow. Einfach nur wunderherrlich hier. Aber die Sonne ist weg. Ja, es hat sich zugezogen in so einen Hochnebel. Schade, schade. Fing so gut an. Naja, weiter geht's. Da bin ich schon wieder beim nächsten Naturjuwel hier, den großen Ochsensee. Wow, rundherum Wald. Ich kann auch wieder hier sagen, freies Zelten ist hier erlaubt. Aber es ist ja die Auflage, dass man das nicht von Weg sehen kann. Also direkt am See campen ist nicht. Wow, aber ganz ruhig liegt der See. Schade, dass die Sonne nicht scheint, aber das ist klasse. Wow, ja, hier wollte ich auch immer mal hin. Und jetzt bin ich hier. Und es lohnt sich definitiv. Astrein. Ist auch ein Badesee. Badestelle gibt es hier auch. Oh, aber das ist, wow, sieht gut aus mit diesen ja doch schon braunen Blättern an einigen Bäumen. Das ist also ein Touch, hat es auf jeden Fall schon. Man sieht das hier, jetzt sogar schon ein paar kahle Stellen. Also der Herbst naht. Ja, Tages- und Nachtgleiche ist jetzt in einigen Tagen nur noch. Wow, aber es geht weiter. Weiter auf den schönen Ochsenweg oder Herrenweg. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open. The countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Ooh.
city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Yeah, we only get one life, I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Ich bin jetzt bei Kilometer 40. Und seit 15 Kilometern ist hier eigentlich im Moment nicht mehr viel los. Das Fahrland hier hügelig. Ja, Besonderheiten sind das jetzt nicht. Die Sonne, ja, weiß ich nicht, ob die jetzt noch kommen will. Es gibt so ein paar blaue Lücken. Aber es ist immer noch dicht da oben. Aber es ist nicht so ein Nebel, glaube ich, der sich so einfach so auflöst. Hier so ein Seenebel, so. Ja, nicht so ein Bodennebel, der durch Wärme weggeht. Ja, im Moment sieht es immer noch grau aus, aber es wird wenigstens ein bisschen heller. Ja, und ich habe immer Rückenwind, das ist auch toll, aber ich sag euch, es geht hier immer hoch und runter. Also flaches gibt es hier nicht. Aber naja, schön ist es für sich auch gesehen. Man kann ja immer auch weit blicken ab und zu. Ja, halt keine Naturwunder im Moment. Ich habe noch 56 Kilometer. Bis ins Ziel nach Viborg. Zeit für eine Mittagspause. Ja, mein Frühstück ist das schon lange her. Das habe ich noch im Zelt gemacht, ja, als es noch dunkel war sogar. Aber ich habe immer unterwegs jetzt gegessen und getrunken. Immer so, wenn eine Redepause war oder so. Immer mal kurz was reingeworfen. Und ich glaube, ich bin hier Dürstrup am Mühlenteich. So sieht es aus. Wird es wahrscheinlich sein. Auch toll anzusehen. Aber sonst war ja noch nicht viel los hier. Bei den letzten Kilometer. Da oben ist noch ein Hügelgrab, glaube ich. Und ja, aber immer mehr blauer Himmel ist es doch jetzt. Ich hoffe drauf. Aber jetzt gibt es erstmal Mittag. Da mache ich mir die letzten beiden Brötchen hier, die ich gestern nicht gegessen habe, zu Abendessen. Also Reste essen. Und dann geht es gleich weiter. Mit voller Power. Ich habe ja auch gar nicht mehr. Sind ja nur noch jetzt 50 Kilometer. Wie gesagt, es ist noch nicht mal 12. Also richtig klasse gelaufen bis jetzt, schön mit Rückenwind. Es zieht ja ein wenig durch, aber der Wind ist echt warm. 17 Grad haben wir jetzt. Mit Sonne wären es bestimmt 20, aber muss ja nicht sein. So geht's auch. Also dann erstmal Mahlzeit. I've never been so close before. It's one way or the other, no way in between. I ain't getting any younger. You will stay forever a dream. You were true. Jetzt bin ich auf Höhe Hobro hier in so ein Tal runtergefahren.
aber vielleicht habt ihr es gesehen. Also die Stadt muss ich mir definitiv merken. Auf jeden Fall, wow, so eng wie Appenrade, wollte ich schon sagen, ja auch, aber wie welche. Und den Fjord konnte man sehen, das war echt toll. Da kann man auch einmal längs fahren, hinten an bei der Ostsee ist eine Brücke. Und das ist ja vielleicht eine Rundreise mal wieder wert, zumindest eine Tagestour. Also hier ist richtig toll, aber jetzt wird es richtig gefährlich, denn diese Strecke, ich weiß nicht warum, tut Komoot eintragen als sehr gefährliche Strecke und ganz schlechte Wegqualität. Ich weiß es nicht, vielleicht weil es so ein bisschen hochwassergefährdet ist hier, keine Ahnung. Aber Leute, auch das sieht gut aus hier. Ja, da oben ist noch eine alte, ich glaube, Wikingerburg kann man sehen. Ja, so ein bisschen hügelig da mittendrin. Da, jetzt gibt es doch wieder was zu sehen. Das ist jetzt wieder ein tolles Highlight hier. Ja, bin gerade hier runtergestürzt, 11% Gefälle. Ja, und ich muss wahrscheinlich andere Seite auch wieder hoch. Ich weiß das nicht. Ich hoffe nicht so steil. Ja, es ist 20 nach 12, 45 Kilometer nur noch. Ach, ganz gemütlich kann ich es fahren und genießen. Mann, die Sonne, die will und dann will sie doch nicht. Genau da ist wieder eine Wolke vor, da ist der blauste Himmel überhaupt. Ja, kann man nicht ändern, aber es ist super schön, super warm. Ja, und jetzt schaue ich mir hier nochmal das Tal an und fahre da durch. Durch diese ja, sehr gefährliche Strecke. Mal sehen, ob ich es überlebe. Hier gab es jetzt die Retourkutsche, aber hier habe ich auch hochgeschoben. Hobbelig, steil, aber ich bin jetzt oben und geht's gleich weiter. Ausschnaufen, ausatmen, einatmen. Oh. Stay indoors while the lovers roam the street.
So, jetzt gibt es noch mal eine Pause. Ich bin bei Kilometer 80. Es gab eigentlich nicht viel zu sehen auf den letzten ja, fast 25 Kilometern. Eigentlich nur Landschaft, also Landwirtschaft und ein paar Wälder, ein kleiner See, aber sonst nichts. Jetzt bin ich hier auch wieder an einem See, bei Rodding bin ich jetzt hier, ja, an der Badestelle. Ja, aber der Wind, der frischt immer weiter auf, aber ich habe ihn ja fast eigentlich nur als Rückenwind. Das passt total. Ja, mache hier noch eine Pause, esse hier nochmal leckeren Thunfischsalat, den letzten, den ich hier habe. Und dann geht's auf die letzten Kilometer, und das sind so 15, 16 nur noch. Dann ist es schon wieder geschafft, ist das gute, tolle Wochenende vorbei. Also dann Mahlzeit und dann geht's weiter. We stay indoors while the lovers roam the streets. And I know it ain't your fault. You just follow the heartbeat. You were truly my lover, but it was over so fast. Just one thing to discover, oh no, it was never built to last. So throw it on the fire, let us use the open door. Wie ihr seht, habe ich jetzt Viborg erreicht. Da oben sieht man den Dom, da fahre ich gleich noch mal hin. Das ist das Ziel eigentlich des Weges. Ja, sehr schön gemacht hier. Richtig toller Blick hier rüber. Ja, toll war auch die Strecke heute. Zumindest die ersten 27 Kilometer, die waren echt grandios, kann ich echt sagen. Und nun bin ich hier dazwischen. Ja, so lala. War nicht so besonders, man kann es fahren, es gehört nun mal zum Weg, aber wie gesagt, die ersten 27 waren toll und auch gestern der Weg, der war richtig toll, eigentlich von Anfang bis Ende, das kann man echt sagen. Ja, ganz insgesamt, das Wochenende war richtig toll, also ich kann es nur empfehlen. Dänemark ist wie immer klasse, natürlich wohnt nicht jeder so dicht dran wie ich. Ich muss jetzt 2 Stunden 10 ohne Stau. Bin ich wieder zu Hause? Ja, das geht ganz schnell. Ja, ich bin jetzt fertig, muss ich ehrlich sagen. Die Höhenmeter auch heute. Zum Glück hatte ich heute Rückenwind. Ja, das war echt gut, dass das heute Rückenwind war. Ich glaube, das wäre echt schwierig geworden. Es ist 20 nach 3. Ich bin hier. Ja, und somit ist es zu Ende. Ja, kommt da noch was? Geplant, ja, ist großartig nichts, aber ich bin ja auch immer sehr spontan, wenn das Wetter stimmt, bin ich unterwegs. Zelttour wird wahrscheinlich eher weniger. Ja, also, denn bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, wenn es wieder heißt, der Flachlandradler unterwegs. Ich hoffe, es hat dann gefallen. Und eins muss ich jetzt sagen, ich spekuliere ungefähr, wann das Video kommt, sonst schneide ich das jetzt hier raus. Ja, ich wünsche schöne Weihnachten, guten Rutsch. Und ein gesegnetes neues Jahr 2024. So, vielleicht habe ich das rausgeschnitten oder es hat gepasst. Ja, und eins kann ich sagen, 2024 wird anders. Das kann ich jetzt schon sagen. Das ist nochmal so eine Anspielung, ja, auf was kommt. Also, dann sage ich tschüss, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Tschüss.
der Flachlandradler unterwegs, euer Thorsten. Oh, komisch, ne? Mitten im Winter wird das Video geschaut und ich plansch hier rum. Ja, tschüss. Tschüss.